Jetzt sagt er nochmal, behauptet er hier, jetzt gucken, wollen wir nach, alles nachprüfen, was Ahlul Ilm gesagt haben, ob er wirklich die Wahrheit erzählt hat hier in dem Buch oder nicht. Hier sagte er, وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ الْكِبَارِ Die großen Wissenschaftler, Leute des Wissens, أَهْلُ التَّفْسِيرِ Die Leute von Tafsir, مثل تفسير محمد بن جرير الطبري, das heißt محمد بن جرير الطبري, وبقي وبقي بن مخلد, وابن أبي حاتم, وابن المنذر, وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم, وأمثالهم, فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات. Er hat ihr erwähnt, welche Mufassirin sowas oder welche Mufassirin sind darüber einig waren, dass dieser Vers nicht speziell für Ali a.s. war und sie haben das nicht erwähnt. Er sagt, sie haben das nicht erwähnt, dass er drin war. So, jetzt gibt es aber noch höher im Wissen. Er sagt, da man huwa a'lam minhum. Hier. Das heißt, noch wissender als diese Wissende, die er erwähnt hat. Er sagt, da man huwa a'lamu minhum, mithlu tafsiri Ahmad ibn Hanbal. So, mithlu tafsiri Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal. Haben wir hier seine Bücher. Gucken wir, was er dazu sagt. Wa Ishaq ibn Rahawi. Bal wa la yudhkar mithla hadha anda ibn Abd al-Hamid, ibn Abd al-Hamid, aw ibn Hamid, wa la Abd al-Razzaq. Er sagt, das wurde nicht bei Abd al-Razzaq erwähnt. Dass das in Ali, dass dieser Vers in Ali herabgesandt wurde. So, jetzt wollen wir gucken, fangen wir an zu vergleichen und gucken, ob er lügt oder nicht. Er sagt, wala Abd al-Razzaq. Das heißt, Abd al-Razzaq hat das auch nicht erwähnt. So, gucken wir. Weiter in den gleichen Buch von Ibn Taymiyyah, Seite 238. 238 von Minhaj al-Sunna von Ibn Taymiyyah. Hier geht das natürlich über ein anderes Thema, aber beenden wir erstmal das Thema. So, was die Mufassirin dazu sagen. Nehmen wir dazu Suyuti, der war kein Schia. So, der bestätigt genau das, was die Schiiten behaupten. Und gibt es noch was drin? Lesen wir dann nachher. Inshallah. Gucken wir, was da drin ist. So, wir gucken. Surat al-Ma'idah war das. Vers 55. Das ist Tafsir al-Jalalain. Suyuti, das soll jeder in Deutschland haben, weil das meist verkaufte Koran, ne, hier in Deutschland. Und das ist die Übersetzung von Suyuti. Das ist ein von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ein Mufassir. Was er dazu sagt, gucken wir rein in Surat al-Ma'idah. Ne, Surat al-Ma'idah. So, gucken wir. إنما وليكم أسباب نزول الآية 55 قوله تعالى إنما وليكم الله أخرج الطبراني Was nämlich ابن تيمية verleugnet hat أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر قال وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع Da kann man schon sehen, hier, ich übersetze das und bitte glaub mir, dass ich euch das versuche richtig zu übersetzen, dass der Tabarani diese Erklärung von Inna Mawalikum Allah rausgeschrieben hat in seinen Ausat. Bisanadin fihi majahil, das heißt durch eine Kette, wo drinne auch Unwissende, hier beziehungsweise Unbekannte über Ammar ابن ياسر قال وقف على علي ابن أبي طالب Das heißt stand über علي bei علي ابن أبي طالب سائل وهو راكع ein Bettler während علي عليه السلام in ركوع war ne? während sich niedergebeugt hat في تطوع Das heißt dieses Gebiet ist ein freiwilliges Gebiet kein Pflichtgebiet
Ne? Das heißt, man kann die Bedingungen von den Sunna-Gebiet sind nicht wie die Pflichtgebiete. فَنَزَعَ خَاتَمَهُ. Er nahm seinen Ring raus. فَأَعْطَاهُ السَّائِلَ. Gab er diesen Bettler. فَنَزَلَتْ. Dann kam dieser Vers. إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. الآية وَلَهُ شَاهِدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. Hier nochmal. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. Was sagt Ibn Taymiyyah? Hier nochmal in Ibn Taymiyyah reingucken bitte. Das ist von Ibn Taymiyyah. نقد كلام الشيعة القدرية. So. ولا عبد الرزاق دع من هو أعلم منهم. Das heißt, lass wer noch wissender ist als alle anderen, die er erwähnt hat, wie تفسير أحمد بن حنبل und إسحاق بن رهوي. بل ولا يذكر مثل هذا مثل هذا عند ابن حميد. لا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عبد الرزاق. So, er sagt, Abdul Razak sogar hat das nicht gesagt. Hier, Jalaluddin Suyuti sagt, so, وَلَهُ شَاهِدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بِنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الآية قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ. Das heißt, es ist wegen Ali, von Abu Talib, Sohn von Abu Talib gekommen, dieser Vers in Maida 55. So, nochmal. Warawa ibn Mardaweh. So, Ibn Mardaweh hat das auch erklärt. Min wajhin akhar an Ibn Abbas mithlahu. Das heißt, noch durch eine andere Überlieferung, Ibn Mardaweh erzählt, dass das auch durch eine andere Überlieferung über Ibn Abbas das gleiche gekommen und wa akhraja aidan an Ali mithluhu. Das heißt auch über Ali. Ali hat das auch überliefert, dass das wegen ihn dieser Vers gekommen ist. Wa akhraja Ibn Jarir. Ne? Wa akhraja Ibn Jarir. Er sagt hier, was sagt Ibn Taymiyyah nochmal? Gucken wir in dem Buch von Ibn Taymiyyah rein. Manhaj al-Sunnah nochmal. Manhaj al-Sunnah nochmal. Seite 8. Seite 8. Manhaj al-Sunnah. So, hier. Was sagt er hier? وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ الْكِبَارِ أَهْلُ التَّفْسِيرِ مِثْلُ تَفْسِيرِ مُحَمَّد بِنْ جَرِيرِ الطَّبَرِي. Haben wir hier gelesen? Bitte nochmal da in Suyuti. وَأَخْرَجَ إِبْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ مِثْلَهُ. Das heißt, das gleiche hat Ibn Jarir auch erklärt. فَهَذِهِ شَوَاهِدٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا. Das heißt, das sind Beweise, die sich gegenseitig verstärken, dass das wegen Ali a.s. gekommen ist. So, Ibn Jarir hier. So sagt Ibn Taymiyyah was? Was sagt er? وَأَمْثَالُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا مِثْلَ هَذَهِ الْمَوْضُوعَاتِ. Die haben das nicht erwähnt, sagt er. Sie haben das nicht erwähnt. Diese solche Lügen wurden nicht erwähnt. So, das ist die erste Lüge von euren Imam. So, liebe Ahlus Sunnah wa Jama'a, liebe Ahlus Salaf, liebe Wahhabiten, liebe Geschwister im Islam, das ist nur euch zuliebe gemacht, damit ihr rechtgeleitet werdet. Denn von eurer Sorte habe ich unheimlich viele, Alhamdulillah, die sich jetzt entschieden haben für Ahl al-Tashayyu' und den Weg von Ahl al-Bayt al-Islam übernommen haben. Wir reden nicht ohne Beweise. Das ist der Koran und das ist Ibn Taymiyyah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Ne? Und wer ist Frevler als diejenige, die gegen Gott Lügen verbreiten? Ne? Gegen Gott. Das heißt, es wurde gegen Gott gelogen. Hier können wir das nachweisen, dass das, was er hier reinschreibt oder reingeschrieben hat, mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Das war إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Dass das in Ali a.s.
gekommen ist, während er seinen Ring gespendet hat, während er in Rukur gewesen ist.